Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Another Brick in the Mall. Ja, das letzte Mal haben wir, ist schon lange her für mich, für euch, nicht so wirklich lange, für mich schon, für mich ist es jetzt schon, glaube ich, ein Monat her, die letzte Aufnahme, haben wir genau den Parkplatz ausgebaut, beziehungsweise sind noch immer dann dabei. Ja, danke schön. Wenn man reinzoomt, dann wird das laut. Okay. Ja, das haben wir in letzter Folge gemacht. Die Toiletten haben wir schon. Ah, genau. Das Büroding, sein Lager. Okay. Gut. Die letzte Folge ist ja leider ausgefallen. Die Folge 5. Die wäre ja gekommen am Samstag. Genau, heute. Ich nehm's am Sonntag auf. Samstag wäre sie gekommen. Fiel aber leider aus, weil es einen Bug gab vom Update. Denn die Entwickler haben ein Update released und leider gab es ein paar Probleme und das ganze Spiel hat geruckelt und man konnte nicht wirklich spielen. Es ging einfach nicht. Und ja, deshalb habe ich die Folge leider ausfallen lassen müssen. Aber jetzt funktioniert sie wieder. Zumindest jetzt läuft eigentlich alles wieder, weil es kam wieder ein Update. Und ja, also ich bin jetzt zufrieden und ich hoffe mal, das klappt so weiterhin. Denn ich muss jetzt ein bisschen vorproduzieren, denn ich bin jetzt im. Es war nur 3 Tage, aber ich bin dann im Urlaub in Deutschland. Ich und der Graphic-Girl. Und ja, da habe ich natürlich keine Zeit zum Aufnehmen. Und deshalb machen wir das. So, eine große Filmveröffentlichung. Er startet in 18 Stunden. Filme, eine große Nachfrage. Haben wir denn Filme? Wie schaut's denn aus? Wir machen gerade Restaurant, weil. Wo kriegen wir Filme? Medien? Gerätehändler? Nein. Wo lerne ich wie? Filme machen. Nicht Kino. Hier, hä? Laptops, nein, nein, nein. Bücher, Musik-CDs, nein. Geräte, na gut, kann nicht sein. Restaurants auch nicht. Wo schalte ich denn hier Filme? Also, hab ich schon Filme? Kann ich die machen oder habe ich. Was habe ich jetzt gemacht? So, ich schau mal. Habe ich irgendwas unter übersehen? Spielzeuge? DVDs und Blu-rays. Ich glaube, das sind Filme. Ich mach mal. Machen wir zwei, drei Regale, dann haben wir ein bisschen mehr. Forschung ist momentan niemand da. Warum? Habe ich das so festgelegt in der Schicht? Ich bin mir nicht mehr so sicher. Wo gehe ich da nochmal? Personalplanung? Verwaltung? Genau. Büro, Personal, Schichtplanung. Genau. Dann habe ich die 9 bis 18 Uhr und 18 bis 3 Uhr. Okay. Kommt erst wieder um 9 jemand. Okidoki. Der arbeitet schön brav weiter am Parkplatz. Dann kommt auch schon der Winteranfang mit Weihnachtssaison. Das freut mich sehr. Unser Lagerist ist auch schon da. Ihr könnt einmal geputzt. Ja, wenn wir schon da sind, ich war. Genau. Ich war mir schon sicher, dass das nicht gemacht habe. Zuerst muss ich kurz die Wand hier entfernen. Falsche Wand. Entfernen. Ich bin doch noch immer. Ach, genau, ein Security-Typ. Entschuldigung, ich brauche euch bitte. Das bitte priorisieren. Hallo? Ich will ja nicht meckern, aber. Wieso kann ich nicht. Genau. Ich kann es nicht priorisieren, okay. Sind schon Kunden da? Oh je, oh Gott. Filmfest startet noch nicht. Filmveröffentlichung. Aber die Leute sind schon mal da. Kassen sind voll im Betrieb, das gefällt mir.
Hausmeister ist auch da. Alles sehr gut. Die sind auch da am Forschen. Toiletten werden eigentlich nie benutzt. Der Security-Typ ist auch da. Okay. Huch. Kann ich eigentlich in die... Schlangen passen, das freut mich. Parkplätze sind auch genug da. Perfekt, die Mauer ist auch schon weg. Das heißt, das Lager, das Geschäft kann ich vergrößern, wenn ich will. Ich überlege aber. Ich mache gerade nämlich ein Fastfood-Restaurant. Das werde ich aber nicht dahin bauen. Ich glaube, das Geschäft baue ich hier noch ein bisschen aus, aber nicht mehr größer als so. Und das Fastfood-Restaurant werde ich jetzt schon bauen. Und zwar hierhin. Früher war immer mein Problem, ich habe alle Sachen, wie ich ja privat gespielt habe, wie es noch in der Alpha war, habe ich alle Sachen zusammen in einen großen Klotz gebaut. Ist natürlich möglich, ja, aber ich möchte das heute ein bisschen anders machen und deshalb werde ich jetzt hier so ein Fundament bauen, was hier hinkommt. Ich werde hier aber noch vorher bauen Straßen, Netz. Wo war das? Da. Ich werde hier noch vorher... Kundenparkplatz, nein, Ladezone. Oder lasse ich die zwei Ladezonen? Ich lasse die zwei Ladezonen da. Gut, dann ein Mauer, nein, Fundament. Das baue ich, dieses Fundament. Nicht genug Geld, oh Gott. Stimmt ja, es gibt ein Geld. Stimmt ja, da war ja was. Ist ja nicht gerade billig, was ich hier tue. Aber es geht hier schon bergauf und bergab. So, perfekt. So. Auf jeden Fall werden erwacht. Was? Also Filme, damit meinen sie wahrscheinlich, wenn ich ein Kino hätte. Wirklich, am Abend war noch viel los. Ich habe noch so einen Plan, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon baue, obwohl es ist eine Einnahmequelle, die nicht, ja, eine kleine Einnahmequelle, nämlich einen kleinen Shop, der immer offen hat. So einen 24-Stunden-Shopping-Dings. Aber schauen wir mal. 8 Uhr ist, der Laden sperrt auf. Alles sind da, perfekt. Natürlich Verluste großer, die sind immer in der Früh. Schauen wir mal, ob wir hier ein bisschen steigern können. So. In 8 Tagen ist Valentinstag. Ich hoffe, bis dahin habe ich schon das Restaurant. Ich kann ein Darlehen aufnehmen. Soll ich? Ich brauche ja ganz schön viel wahrscheinlich wieder. Danke. Fürs Fundament. Ein Restaurant soll nämlich mal so groß sein. Das kostet 54.000. Gegen Abend ist die Schlange extrem voll. Ich finde es schade, dass wir die Leute nach Hause schicken. Würde ich das... Es ist schwierig, wenn ich das jetzt wirklich länger mache. Wir stellen mal einen Kassierer ein, würde ich so sagen. Dann gehen wir in Schichtplanung. Schauen, dass um 8 Uhr sperren wir auf. Der fängt aber... Die bleiben bis 20 Uhr nämlich. Die bleiben nämlich bis 20 Uhr und dann schaue ich, dass welche hier... Gegen Abend sollen sie ja mehr sein und der bleibt bis 22 Uhr und der auch bis 22 Uhr haben die dann jetzt wie viel Stunden Schicht?
9 Stunden. Die haben auch 9 Stunden. Okay, perfekt. 9 Stunden Arbeitstag. Besser als 12 Stunden. So. Damit hätte ja das Geschäft bis 21 Uhr offen. Eine Stunde länger ist schon eigentlich ganz schön gut. Ich habe schon wieder vergessen, mein Handy auf lautlos zu machen. Es tut mir leid, ich vergesse. Bis 22 Uhr. Oh. Darf das Geschäft bis 22 Uhr offen bleiben? Ja, aber nur bis 23 Uhr maximal. Machen wir bis 22 Uhr. Ah, bis 23 Uhr. Egal, komm, ist es eh schon wurscht. Hä? Wie? Wo? Achso. Dann arbeiten die alle noch zu zweit. Ich hoffe, das reicht. Ja, jetzt hat es noch offen gehabt für die paar Sekunden, aber egal. So. Ich hoffe, mein Mitarbeiterparkplatz reicht. Ich werde. Obwohl, wir haben hier unten eh noch genug. Also. Er sollte schon was sagen. So, wir haben sehr viele Forschungstypen, die wir gar nicht mal brauchen. So wirklich, oder? Na, oh, na doch. Was machen wir? Kino? Bowling? Straßennetz? Naja, na, Straßennetz brauchen wir noch nicht. Werkzeuglieferant. Wie schaut's denn aus? Was kommt denn noch? Musik-CDs. Haben wir. Glaube ich. Moment. Haben wir. Ja, haben wir in Maßen Weihnachtszeit. Wir wollen essen. Genau. Restaurant haben wir aber schon. Das müssen wir nur bauen. Smartphone und Sch so. Okay, das sind diese Sachen. Würde ich als erstes machen. Okay. So, geputzt wird dann eh noch morgen. Bauen können wir noch immer nicht. Wir haben noch immer nicht das Geld dazu. Aber schauen wir mal, wie es heute ausschaut. Bezüglich Gewinn, wenn wir jetzt wirklich bis 23 Uhr offen haben, ist schon eine lange Zeit, aber ja. Schauen wir mal. Ich werde auch kurz in die Schichtplanung gehen. Schauen, um 9 Uhr kommen die nächsten, um 11. Um 14 Uhr heißt, alle sind da um 16 Uhr. Bis 16 Uhr? 17. Warte. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 15 Uhr? 15 Uhr sollten alle da sein? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Was ist da? Was ist da? Was ist da? Was ist da passiert? Hat da jemand was gestohlen? Aber unsere super tollen Securities haben nichts bemerkt. Wir haben ja. Ah, okay. Diebstahlsicherung zu was sehen. Man kann über eine Diebstahlsicherung machen. Wieso sagt das niemand? Ich komme jetzt drauf. Okay. Okay, da machen wir mal was Neues. Und zwar. Eine neue Route hätte ich gerne. Und das gehen wir mal alles weg. So, einfach mal komplett löschen. Alles einmal löschen. Ich hätte gerne eine Route, die geht von da. Achso, ich muss ja ziehen. So nach oben, dann geht sie da hinein, dann geht sie so und so. Dann so. Genau. Und dann hätte ich gerne eine Route, die geht dann von da. Da nach oben, dann geht die dahin. Einmal so und ja, wieder zurück. Perfekt. So, damit gehen wir dann in die Security. Sicherheitszentrale. Patrouille bearbeiten. Was? Wie? Aber hier. Toilette bearbeiten.
Doch. Ist das nicht richtig so? Wird doch eigentlich richtig sein. Ja, genau, ist Ende. Und hier Start. Okay, das war schon mal falsch. So. Habe ich die miteinander verbunden? Oder wie? Pick up a tool. Oh, your guard by clicking it on the map. Hab ich. Ach so. Oh. So geht das. So, perfekt. Dann habe ich den. Hier schon mal eine neue Sache. So, jetzt haben wir heute länger offen. Schauen wir mal, ob das positiver für unseren Profit ist. Gestern haben wir 4000 gemacht, heute sollten wir natürlich mehr machen, weil wir ja länger offen haben. Gerade um diese Uhrzeit. So, schauen wir mal. Wir haben 4000 Gewinn. Heute haben wir. Okay, wir haben schon auf jeden Fall mehr. Ist da los? Ja. Das war's auch. Okay. Läutet mal einmal. Interessant. Warum gehen alle? Hallo? Wie? Ja, hab ich. Ich hab doch. Hä? Das waren die Klageristen, die ich hier gerade gemacht habe. na toll. Ach, bis 17 Uhr, ach, bis 17 Uhr, das ist ein Kassierer, der arbeitet auch, ach, bis 17 Uhr, allerdings, so, dass er bis 23 Uhr arbeitet, der arbeitet auch bis 23 Uhr, dann habe ich 2 in der Früh, kann man das refreshen, Dankeschön, sondern habe ich 3, die in der Frühschicht, dann hier welche, die in der Mittagsschicht arbeiten, sollten 3 sein. Das ist ein Lagerist. Ach, du Kassierer. So. 3, 1, 2, 3 und 1, 2, 3, obwohl der arbeitet ja so. In der Mittagsschicht ein paar mehr. So. War mein Fehler, ich habe das ein bisschen falsch zugeordnet. Und klar gehen dann alle. Und es ist hier ganz schön dreckig. Ich bräuchte einen neuen Hausmeister. Das geht wo? Lagerist? Nein. Wo mache ich denn das? Wo kann ich denn noch die. Die Leute, wo habe ich die ganzen Leute eingestellt? Ah, da! Hausmeister einstellen. Ja, bitte, danke. Schichtplanung machen wir gut. Hausmeister arbeitet. So, arbeitet einer von 8 bis 16 Uhr und der arbeitet bis 23 Uhr. Machen wir es so. Dann schaut das Geschäft wieder gut aus, wenn der da ist.
alles geputzt. Perfekt. Gut, dann würde ich sagen, das war's mit der heutigen Folge von Another Book in a Mall. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt gerne euer Feedback in die Kommentare und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Dankeschön, tschüss.